Hallo und guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um ein sehr spezielles Thema, und zwar um die Teilung Israels. Israel wird in der letzten Zeit auseinanderbrechen. Das ist etwas, was für mich sehr, sehr erstaunlich war, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Bei näherem Hinsehen, wenn man die Bibeltexte aber miteinander vergleicht, dann taucht das plötzlich auf. Wir werden das in verschiedenen Folgen auch behandeln müssen, weil das ein bisschen umfangreich ist und man auch ein bisschen Hintergrundwissen auch braucht. Schauen uns das aber schon im Detail an, weil eine These wie die muss natürlich gut begründet sein. Das darf man nicht einfach nur so postulieren, sondern man muss das am Wort Gottes nachweisen und zeigen. Das ist ja ohnehin auch der Sinn der Folgen, die ich hier auch mache, dass wir eben nicht spekulieren oder irgendwelche Dinge unterstellen, wie das oftmals ja auch geschieht, sondern dass wir das an der Bibel festmachen. Einer meiner Söhne, dem habe ich davon erzählt, der hat zu mir gesagt, du Papa, du hast halt die Bedienungsanleitung gelesen. Und das ist oft so, wie bei den Männern auch ist, wenn die anfangen, irgendwas aufzubauen, irgendein Regal oder so, dann bauen die das auf, ohne die Bedienungsanleitung zu lesen. Dann müssen sie es halt wieder auseinanderbauen und wieder neu zusammenbauen. Und wenn man die Bedienungsanleitung vernünftig liest, dann kommt man auch zu einem guten Ergebnis. Dann steht das Regal dann nachher auch und dann steht nachher auch das Standbild. Das war ja auch der erstaunliche Befund, den wir hatten bezüglich des Standbilds Daniel. Auch das brauchen wir wieder in unserer Auslegung jetzt über die Teilung Israels. Und wir werden auch im Standbild noch etwas finden, was bisher noch nicht behandelt worden ist. Nämlich die Frage danach, wofür steht der Ton im Standbild? Da kommen wir aber ganz zum Schluss zu. Wird auch eine neue Plausibilisierung dieses Ergebnisses sein. Einstweilen wünsche ich viel Gewinn und viel Vergnügen beim Zuschauen. Freue mich, dass Sie eingeschaltet haben.